Moin Moin, liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian und ich stelle euch heute für unseren YouTube-Kanal der Modbox die neuesten Factsheets vor. Ja, Giants hat mich gegeizt, hat relativ zeitnah schon die neuesten Factsheets rausgehauen. Diesmal geht es um das Thema Gemüse bzw. Obst, ne? Also sprich das Thema Gewächshäuser. Bekommen wir so einen kleinen Einblick in das Ganze. Ich zeige euch jetzt mal, wie es nachher auf der Homepage steht, beziehungsweise auch ein, zwei Bilder, die wir noch mitgeliefert bekommen haben, um euch das Ganze ein bisschen näher zu legen. Das gleiche ist eigentlich so wie beim letzten Video auch. Es geht einfach darum, in der Zeit, wo wir halt auf dem Feld nichts machen können, sprich im Winter, sind natürlich Gewächshäuser eine gelungene Abwechslung, dass wir uns beschäftigen können. Genauso halt auch die Früchte zu generieren, zum Beispiel für die Bäckerei, die Erdbeeren, ne, Tomaten und den Salat, um in eine Weiterverarbeitung zu bringen. Darum geht es jetzt eigentlich nur so. Ne, das ist eigentlich recht, also darum, was halt, warum die Gewächshäuser eigentlich gibt. Gewächshäuser gibt es in drei Größen, klein, mittel, groß und benötigen lediglich Wasser. Also ihr müsst keinen anderen Rohstoff dazugeben, also keinen Mist oder bei manchen Maps gab es ja auch Kompost und so weiter. Also hier ist wirklich ausschließlich die Wasserversorgung das A und O. Ohne Wasserversorgung wachsen die Pflanzen einfach nicht. Sie spawnen im Anschluss auf Paletten, aber das sieht man gleich nochmal genauer. So, hier sieht man es, ne? Man muss wassern, dann hat man hier halt schon mal so die erste an und dann wachsen die halt. Genau, hier gibt es noch Salat, Tomaten und Erdbeeren. Das sind jetzt, glaube ich, Tomaten. Und wir kommen gleich, die Bilder zeige ich gleich mal im Großen, damit wir uns ein paar Sachen uns mal angucken können, wo ich noch mal nicht hoffe, wo ich zum Beispiel auch hoffe, dass ich noch ein bisschen was tun wird. Hier zum Beispiel sieht man dann gleich auch, wie das Produktionsmenü aussieht. Das machen wir gleich noch im Großbild im Einzelnen. Da seht ihr nur Large, Medium, Small, also Groß, Mittel, Klein. Da gehen wir gleich mal genau drauf ein mit den einzelnen Bildern. Das gleiche ist, was passiert mit den Früchten? Man kann sie quasi intern lagern, werden auf Palette gelagert. Man kann sie, wenn ich es richtig gelesen und verstanden habe, auch sofort verkaufen, ohne sie selber transportieren zu müssen, beziehungsweise einer Produktion zuzuführen. Wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das einfach nur global gemeint ist, sprich wir können sie zu dem jeweiligen Ort hinfahren, oder ob es wirklich die Möglichkeit gibt, per Tastendruck zu sagen, ich möchte meine Erdbeeren an die Bäckerei verkaufen oder hinbringen, damit da halt Kuchen draus entstehen kann. Das ist mir nicht ganz so ersichtlich gewesen. Bevor ich etwas Falsches sage, lasse ich das mal so im Raum stehen. Ne? Da steht es auch standardmäßig, wird es im Gewächshaus gelagert und damit in Paletten ausgegeben, um die wir uns anschließend kümmern müssen. Ne? Allerdings können wir jetzt auch sofort automatisch verkaufen lassen, sobald es reif ist, oder aber zu einer anderen Produktionsstelle zur Verfügung weiterzuleiten. Und das weiß ich nicht, ob das damit gemeint ist, dass wir selber hinbringen müssen können oder ob man die einfach quasi dorthin transferieren kann per Knopfdruck. Fände ich persönlich sehr schade, würde ein bisschen den Reiz nehmen. Ne? Und danach natürlich das Endprodukt kann man natürlich dann wieder weiterverkaufen. Ja, das war es eigentlich schon so aus dem Blog, was auf der Homepage steht. Ich zeige jetzt mal die passenden Bilder dazu. Hier sehen wir jetzt die drei Gewächshäuser. Das dort hinten ist Erdbeeren, das ist der Salat und das sind die Tomaten. Das behaupte ich auch mal anhand der Pflanzen, weil Tomaten wachsen ja in der Höhe, genau wie wachsen nicht so hoch, genauso wie Kopfsalat logischerweise. Hier sehen wir eine kleine Masse Ferguson mit einem spannenden Wassertrailer, den wir auch aus dem LS19 kennen. Ich meine, hier hinten sieht man, man muss aber ein bisschen drumherum gucken. Ja, das ist quasi so das Bild. Dann sieht man hier zum Beispiel, das ist jetzt der Reifestatus einer Erdbeere. Hier sieht man auch draußen schon die Paletten, die dann spawnen. Das ist der Kopfsalat, ne? Dann sieht man hier an diese grünen Kartons, die an den Seiten spawnen. Oder auch die Tomaten. Und hier, wenn ihr richtig seht, ist so Art 2D. Also es sieht ein bisschen komisch aus immer. Und ich hoffe, das wird noch geändert, weil Giant sagt ja auch immer, das ist noch nicht also nicht die Endversion, ne? Ich hoffe auch in diesem Fall, dass da grafisch noch was gemacht wird, weil das sieht natürlich ein bisschen, weiß ich nicht, schade aus, wenn man so eine plattgedrückte Tomate hätte oder so. Aber wir hoffen es mal, dass es da vielleicht noch ein bisschen besser wird. Ne, hier sehen wir das Erdbeergewächshaus. Ich meine, die Gewächshäuser sehen super aus. Und gerade mit der Wasserzufuhr hier, mit diesem Wassertank, dass die Paletten hier stehen und man sie dann bewegen kann, da freue ich mich halt schon sehr drauf. Ne? Hier sieht man es noch besser. Es wirkt ein bisschen komisch, ne? Wie so eine Apfel, die da drin rumhängt. So, und jetzt sind wir hier bei dem Produktionsmenü. Das wird uns dann halt so erwarten. Und das ist quasi das Punkt Produktionsmenü, beziehungsweise vielleicht auch schon dieser Prozess, das weiterzuleiten. Hier sieht man Large, Medium, Small, das sind halt die einzelnen Gewächshäuser. Wir befinden uns gerade in dem Small, kleinen Gewächshaus bei den Erdbeeren. Status Running heißt also, das läuft, weil Wasser quasi
vorhanden ist. Ich würde dann das heißt Zyklus pro Minute. Wie man das rechnet, weiß ich nicht. Ob der jetzt in 4 Zyklen und was das pro Minute kostet. Und Receipt heißt eigentlich Rezept. Das heißt also jetzt ganz grob übersetzt, wird es heißen, 2 Liter Wasser ergibt eine Erdbeere im Endeffekt. Oder so würde ich es jetzt mal ganz grob übersetzen. Und hier sieht man quasi den Speicherstatus des Gewächshauses. Da sind aktuell keine Tomaten und kein Salat verfügbar, sondern ausschließlich 247 Liter Erdbeeren. Ja, so würde ich es mal einfach ganz grob übersetzen. Leider gibt es da keine direkte deutsche Übersetzung zu. Müssen wir erstmal mal da so davon ausgehen. Aber so wird uns quasi das Produktionsmenü der Gewächshäuser dann uns präsentiert. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Außer, dass wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls noch nicht getan, um keine weiteren Mordforschungen zu verpassen. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Christoph von der Modbox. Ciao.